wie man Schafe anlocken soll, also mit Weizen. Der Witz dabei ist, ich habe auch einen Tipp bekommen, man kann Schafe, weil ich mich über Wolle beschwert habe, man kann die vorher färben. Ich habe das auch ausprobiert mit so einem Inksack, also mit so einer Tinte. Mhm. Man soll die vorher färben, also ich kipp's da einfach so ein bisschen Tinte über das arme Schaf und dann kriegst du eben gleich viermal Tinte in Schwarz, viermal Wolle in Schwarz raus, statt nur einmal. Das ist schon cool. Auf so eine Idee, muss ich sagen, wäre ich echt gesagt nicht gekommen. Das arme Vieh, ey. So eine Schafherde machst du so eins rot, eins blau, eins orange, ja, zum eins Beispiel. Pink, eins weiß und eins lila, dann nennst du das My Little Pony. My Little Sheepy oder was? Ja, My Little Sheepy. Toll, dann hätte ich die Map ja hier Sheepers Creepers genannt oder was. Das ist My Little Sheeps. Minecraft is Magic. Oh mein Gott. Mann, 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 ey. Ey, Mensch, hau ab. Heul tot. Hast eine eigene Siedlung. Was, tot? Ja, mach ihn tot. Nein, ich töte keinen Menschen. Warum sollte ich, ey? Theoretisch kann man mal froh sein. Ich verstehe nur nicht, was die für einen Sinn erfüllen. Die sind ja einfach da, mein Gott. Wenn es wenigstens mal einen Händler gäbe oder sowas. Decoration. Irgendwie war mir so, dass man sie als Händler einprogrammieren kann, aber das ist, glaube ich, nur bei den großen, also bei den Mehrspieler-Maps. Ja, okay. What the heck? Da kannst du dir auch mit Quests Geld verdienen und so. Ach was. Ja, kannst du einstellen. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, hier, bring mir 10 Steine, das ist dann ein Quest und dafür kriegst du so und so viele Erfahrungspunkte. Lol. Da gibt es also richtige Städte, wo die dann, wo dann, keine Ahnung, 100 Spieler oder so miteinander zocken, Quests machen, Geld verdienen. Okay. Die kaufen sich dafür dann ja, Grundstücke. Was das angeht, muss ich sagen, ich bin ja nicht so, ich habe noch nie im Mehrspielermodus gespielt und ich muss zugeben, ich habe auch eigentlich keine Lust dazu, auch wenn es mir jetzt schon 2 Milliarden Mal angeboten wurde. Ah, das ist nichts für mich. Es ist auch sehr zeitaufwendig und da denke ich auch, ja gut, dann spiele ich lieber eine Runde Sims, die ich übrigens hasse, oder World of Warcraft. Was? Wie kann man denn die Sims hassen? Oh mein Gott, was bist du denn, ey? Ganz ehrlich, die Sims ist kein Spiel. Die Sims ist eine Kamera in eine andere Dimension, wo ein Typ gefilmt wird, der am Computer sitzt. Da kann ich eine Kamera hinter mir aufbauen und mich so die ganze Zeit... Typ, der am Computer sitzt, hä? Ich meine nur, wenn jetzt der Sims gerade am Computer sitzt, dann wäre das nur, Videospielception. Das ist das Videospiel im Videospiel. Ja, Alter, das Ding ist, ich weiß nicht mehr, es ist eine Lebenssimulation, würde ich ja fast ganz dumm sagen. Boah. Aber, ich weiß nicht, mich interessiert auch der Voyeurismus der heutigen Zeit nicht, deswegen interessiert mich auch Sims nicht. Ach du meine Nase. Das Ding ist, es geht mir nicht darum, ein Spiel zu mögen, was alle mögen. Ehrlich gesagt, sowas hasse ich ja eigentlich wie Sau. Aber wenn ich es selber wirklich mag, oh mein Gott, warum nicht? Das Ding ist, ein Sims hat mir immer wirklich... Ich habe das mit den Sims selber auch nie so sehr gemacht. Die habe ich meistens gegeneinander aufgehetzt oder sterben lassen. Das war viel witziger. Nein, also mir ging es darum, tatsächlich mehr ums Bauen. Weil ich so verdammt gerne Häuser gebaut habe. Und in die Sims kannst du wirklich jeden Scheiß programmieren. Teppich, Tapete, was weiß ich, irgendwelche Spielsachen, sage ich jetzt mal. Also so Zimmer mit was weiß ich, was da alles war. 5000 Sachen. Das fand ich eigentlich ziemlich geil. Ich habe mehr programmiert als alles andere. Also eher gesagt, gebaut, nicht programmiert. Und ich habe mir immer so gerne, ich schwöre, ich hatte einen Kirby-Sim, das war so süß, oh mein Gott, ey. Da habe ich ein Kind einen Kirby-Skin gegeben, der war auch wirklich voll rund, sah so geil aus. Und das Vieh hat dann wirklich auf der Schaukel gesessen und so, ich habe so gelacht, das fand ich genial. Und das war, ich weiß nicht, das war schon irgendwie süß. Poyo Poyo. Genau. Poyo. Was bist du? Oh, Idiot. So, wie viel haben wir denn jetzt schon? Gleich 100... über 120 Holzeinheiten. Ich glaube, ein Ding macht 4 Holz draus. Das ist schon gut hier, was man hier abholzt. Holz ist auch ein Rohstoff, der, wie gesagt, sehr lukrativ ist, weil man aus einem, ich glaube, 4 Stück oder so rauskriegt. Das ist schon geil.
während man andere aus Vieren zusammensetzen muss, um einen rauszukriegen. Das ist schon hardcore. Wenn ich Minecraft sehe, bekomme ich immer Lust auf die Siedler von Katan. Die Siedler? Du hast mir schon hundertmal vorgejodelt, dass du... Nein, ich meine das Brettspiel, die Siedler von Katan, das Brettspiel. Das kenne ich nicht. Auch wenn der jetzt ein Bildungslücke ist, aber davon habe ich überhaupt noch nie gehört. Nee, das, also ich meine das Brettspiel, wo man dann Siegespunkte sammeln muss. Nee, das kenne ich nicht. Oh mein Gott, das ist der Slender! Tötin, was hat denn der in deinem Gesicht? Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, ich sag mal meine Pimmelnase, ey. Ich habe keine Ahnung. Ja, Alter, das sieht doch wirklich so aus, als hätte er eine Pimmelnase, ey. Ich weiß nicht, was das sein soll. Hat ein Dildo im Gesicht. Keine Ahnung. Ich mag ja solche obszönen Sachen nicht, aber es ist was soll man bei dem sonst sagen? Es ist doch wirklich so. Es sieht so total Ganz ehrlich, jetzt ohne Scheiß, ich habe eben gedacht, er hat eine Pfeife im Mund, so eine Rauchpfeife. Und du sagst Pimmelnase. Alter, ich habe keine Ahnung, wie was... Nee, so eine Pfeife ist das... es wird schon wieder dunkel. Fuck. Nee, so eine Pfeife ist das auf keinen Fall. Das würde mich sehr wundern. Machst du eigentlich nie Schnitte oder so? Oder? Doch, ich mache immer zwischendurch Schnitte, aber ich habe irgendwann aufgehört, gerade bei Minecraft, ich habe irgendwann aufgehört, auf die Uhr zu glotzen. Ich schaffe es sowieso auf Dauer nicht. Ich schaffe vielleicht mal ein, zwei Folgen dann abzumoderieren und danach geht es dann wieder bergab. Das kannst du voll vergessen. Also ich mache immer so zwischendurch mal einen schnellen Schnitt, damit ich... kein Gehake habe. Jetzt zum Beispiel habe ich einen ganz schnellen Schnitt gemacht. Also so wirklich so plupp plupp, so sofort wieder an. Deswegen merkt man das meistens gar nicht richtig. Oh meine Rübe, oh mein Gott. Weil ich gerade so spontan dachte, ich spreche einfach nochmal 4 Folgen mit oder so und irgendwie hören die Folge gar nicht auf. Nö, du kannst auch irgendwann einfach aufhören. Das ist mir irgendwie ziemlich wurscht. Ich kann auch gerne alleine weitermachen. So mit dem Satz so bla 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 Bram. Ich stelle mir so vor, so, ich komme hier so mit, so bla 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 bla, so mit dem Satz so zack, Ende. Die Übertragung beendet. Ja, so in der Art halt. Ich gucke halt immer, wenn ich render, wo ist ungefähr so ein einigermaßen gutes Ende. Ja. Anti-Joke Chicken. Bitte? Nichts. Ich sag dir so. Oder du sagst, ich kann einfach mittendrin aufhören. Und ich dachte, du meinst so, ich soll mal mitkommentieren. Ja, das kannst du auch machen. Das meinte ich ja auch. I'm confused, raw. Naja, du bist sowieso mal confused. Nimmst du denn jetzt bis 1 komplett auf? Weiß ich noch nicht, was ich mache. Meine Güte, also so extrem plane ich dann auch nicht vor. Leute, ihr müsst es mal so sehen. Sie nimmt schon seit 6 Stunden nur für euch auf, ununterbrochen. Ja, total, klar doch. Nee. Als nächstes ist sie das nächste Videospielopfer. Ja, natürlich. Das finde ich ja so assi irgendwie. Wie kann man bloß vor Erschöpfung eine Videospiel verkacken? Also so dumm kann man doch echt nicht sein. Also sowas saudummes, keine Ahnung. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Das geht einem. Wie stirbt man in 48? Wie kann man verhungern in 48 Stunden? Das geht überhaupt nicht. Das nicht, aber du kannst vor Erschöpfung krepieren. Wenn du gleichzeitig nichts isst und da sitzt und sowieso schon voll im Arsch bist, also das ist keine gute Idee. Wenn ich sowieso voll im Arsch bin, dann sterbe ich da auch. Aber so ein kerngesunder Typ so, ich spiele Diablo. Klick, klick, klick. Oh. Ne, unglaublich so witzig. Ne, ich denke, das war vorher schon relativ, ich sag mal, unterernährt oder so. Es kann ja nicht sein, dass du innerhalb von 48 Stunden einfach krepierst. Selbst mit, wenn du kein Wasser nimmst, da kannst du, man kann bis zu 3 Tage nichts trinken, aber ob das dann so gut ist, ne? Das ist die andere Frage. Viele im Internet halten das ja für eine Propaganda, weil die Leute sagen auch, wie, hallo, hat der da 48 Stunden gehockt und sich 2-mal in die Hose irgendwas? Kannst du so, spätestens, wenn man so auf dem Pott sitzt. Geschissen sagen, ist schon okay. Wenn man da so auf dem Pott sitzt, so, Mama, was trinken. Wenn ich eigentlich mal wieder was trinken. Ach nö, ich geh gleich direkt wieder zocken. Nee, also ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen. Also irgendwas, also so, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber du weißt ja, das Hauptsache die bösen Videospiele. Hauptsache man kann drauf rumhacken. Dass den Leuten doch irgendwie jeden Scheiß, jedes Gerücht wert, ey. Das ist doch bekloppt. Warte mal ab, in 10, 20 Jahren sind nur noch Videospieler im, wie sagt man, Wählalter. Ich meine, ich bin ja jetzt schon 26, du auch, und wir sind damit aufgewachsen. Die nächste Generation wächst noch enger mit Videospielen auf.
Das heißt, wenn dann irgendwann so ein Politiker kommt und sagt, ja, Videospiele sind böse. Nee. Die Politiker von morgen sind die Gamer von heute. Also irgendwann heißt es dann so, ja, also pro Videospiele. Es ist ja nicht so, als wenn jeder Mensch auf diesem Planeten zockt. Und ganz ehrlich, ich kenne viele Leute, die nicht zocken. Und meistens sind sie ganz irgendwie, ich weiß nicht, also... Ich sag, oh, hast du gar keine Hobbys? Nee, ich so, was machst du den ganzen Tag? Ja, putzen, aufräumen. Ich so, nee, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? So, doch. Ich so, oh mein Gott, da bin ich lieber Gamer, ey. Oh mein Gott! Also den ganzen Tag nur, ich meine, eine gewisse Ordnung, da bin ich auf jeden Fall für. Auf jeden Fall, ja, aber... Es geht ja auch noch mit dem anderen Geschlecht amüsieren, Kinder produzieren, Selbstmord machen, Freundin betrügen, also sowas in der Art. Was die Leute heutzutage halt so machen. Ja, total. Du musst es natürlich immer gleich total übertreiben, ey. Also so mit dir ein vernünftiges Gespräch zu führen, ist aber teilweise auch ein bisschen dämlich, ne? So. Ist das was Neues? Nee, nicht wirklich. Ich finde einfach die Menschen so schön, die sagen, ja, ich habe keine Hobbys. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Hä? Ist doch egal, das ist ja deren Ding, aber... Geben das sein, aber ich würde es nicht so gut finden, also den ganzen Tag zu Hause zocken und nichts machen, außer für sein Haus leben und putzen, also das wäre auch nicht sowas für mich. Also was ist am Spielen bitte so schlimm? Ganz ehrlich, die Leute sind sowieso bescheuert. Meine Mutter, die sagt, oh ja, zocken, bla bla, die macht sich auch mal drüber lustig, aber ey, sie selber hockt den ganzen Tag vor der Glotze und hat den Videorekorder auf 20.000 Serien programmiert, von denen ich sag, ach du Scheiße, wie kann man sich so einen Rotz bloß antun? Also, das ist auch nicht schlauer, finde ich. Ob du jetzt Fernseh glotzt oder spielst, im Spielen beeinflusst du die Tätigkeit nur selber. Also, so, deswegen finde ich immer total albern zu sagen, Spiele sind so schlimm und böse. Also, so ein Riesenunterschied zu Filmen ist das auch nicht. Nur, dass du hier noch selber denken musst. In der Theorie ist das hier sogar noch schlauer. Naja, aber Hauptsache die Videospiele sind schuld. Wobei ich gar nicht sage, ich möchte auch gar nicht Videospiele verherrlichen, das ist auch blödsinnig. Videospiele sind der Grund, warum viele Leute in eine Sucht verfallen und wirklich ihr Leben total abcanceln. Aber wären es keine Videospiele, wäre es irgendwas anderes. Deswegen ist das absoluter Blödsinn, über Videospiele herzuziehen. WoW würde ich trotzdem keinen empfehlen, muss ich echt sagen. Nee, es ist einfach immer nur eine Entscheidung, ob man sich da abstürzt oder nicht. Das ist viel zu extrem. Wow. Gott, oh Gott, ey, Diskussionsrunden jedes Mal hier. Also beziehungsweise nicht Diskussion, aber keine Ahnung. Philosophie. Wir haben eben tiefgründige Gespräche. Ja, total tiefgründig. Irgendwie jedes Mal, wenn du mitsprichst, machen wir uns über irgendwelche Leute lustig oder... Keine Ahnung, oder schimpfen über irgendwas. Wie war das noch? Mit Mirko bei Motherbrain? Hä? Mirko, Motherbrain? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Leute lustig machen? Hä? Du sagst, sie machen... Ach, vergiss es einfach. Alter, Mirko beschwert sich bei Motherbrain. Außerdem hör mal bitte als mit Mirko auf. Ich finde das voll nervig. Der beschwert sich über was ganz anderes und beschimpft Samus. Das ist sowas ganz anderes als... Hey, Mann, ey, du hast mal Vergleiche. Du sagst gerade, wir machen uns über Leute lustig, also dachte ich gerade an Mirko, Mann, weil der uns zum Lachen bringt. Aha, das ist mal ein Vergleich, echt episch, okay. Leute lachen bringen, Mirko bringt ganz zum... egal. Bist du doof. Nee, wir haben gerade von, wir machen uns über Leute lustig, was hat das jetzt mit zum Lachen bringen zu tun? Wir machen uns über Mirko lustig. Alter, hast du heute eigentlich irgendwas geschnupft, sag mal? Nur weil du so doof bist, nee, du bist irgendwie zu bescheuert. Du reißt dir voll die Sachen aus dem Zusammenhang. Du redest vielleicht ein Bullshit heute, meine Güte. Du sagst, wir machen uns über Leute lustig und wir lachen doch ständig über Mirko, Mann. Ja und? Über ihn machen wir uns lustig. Ja, und was hat das jetzt mit Mother Brain zu tun, ey? Weil die Szene sehr geil war. Oh Gottchen, meine Güte, ey. Ich rede hier von Themengruppen in der Welt und du kommst mit Mirko, ey. Ja, man kann hier genug über gute Let's Player reden. Also, naja, also Mirko hat auch ein bisschen nachgelassen. Vor allem, ich will jetzt gar nicht überall über Mirko. Ich finde es schon ätzend genug, dass Mirko in seinem LPs die ganze Zeit über Punk Royal labert. Wen interessiert Punk Royal?